Du hast dich gefragt, welche Unterschiede eigentlich Deep Learning und Machine Learning haben? Dann bist du genau hier richtig. Ich zeige dir auf, welche Unterschiede es gibt und welche Vorteile diese Arten haben und wo sie genau eingesetzt werden. Machine Learning ist eigentlich kein neues Thema. Schon in den 1950ern kamen die ersten Machine Learning-Projekte, Forschungsprojekte auf und das Thema wurde erforscht. 1970 allerdings kam der sogenannte KI-Winter auf. Das heißt, es wurde sehr viel versprochen und eigentlich stellte sich heraus, die Computer und die Machine Learning Algorithmen sind noch gar nicht so weit und können nicht das leisten, was versprochen wurde. Und somit wurden erstmal fast alle Forschungsprojekte eingestampft und beendet. Richtig interessant wurde das Thema Machine Learning erst wieder in den 1980ern, wo es neue Erkenntnisse im Bereich der neuronalen Netzwerke gab. Dann war jahrelang eigentlich nicht so wirklich klar, was damit passiert. Und in den 2000ern kam eine ganz große Flut von neuen Verfahren im Machine Learning auf. Sehr viel Research wurde betrieben und somit haben ganz viele neue Verfahren den Weg ans Licht durch wissenschaftliche Arbeiten eigentlich gefunden, die dazu geführt haben, dass wir heute mit sehr vielen Verfahren Machine Learning betreiben können. 2010 war das Thema Deep Learning wieder so richtig interessant geworden. Große Tech-Firmen haben sehr viel Geld investiert und viel Open-Source-Code veröffentlicht, um große Datenmengen mit Deep Learning zu analysieren und Vorhersagen zu machen. Doch die bahnbrechende Technologie, die heute unsere Sprache so wirklich versteht, die ist 2017 veröffentlicht worden von Google. Das ist die Transformer-Technologie. Und die wurde auch eingesetzt, um 2022 dann ChatGPT zu veröffentlichen und heute sind wir in der Lage, mit einer KI wirklich zu interagieren. Dahinter steckt Deep Learning. Doch was differenziert diese zwei Arten von Machine Learning eigentlich? Ihr habt ja schon aus der Historie entnommen, Deep Learning ist ein Teil von Machine Learning. Jetzt schauen wir uns an, was die eigentlichen Unterschiede sind. Als ich 2010 mit dem Thema Machine Learning begonnen habe, hat Deep Learning und haben künstliche neuronale Netzwerke eigentlich gar keine Rolle gespielt. In der Praxis waren sie schwer anzuwenden, sie haben schlechte Performance geliefert und sie waren ultraschwer zu interpretieren. Heute ist das ganz anders. Deep Learning Modelle bilden das Fundament unseres modernen Sprachverständnisses von einer KI. Sie helfen dabei, Objekte zu erkennen oder auch in Social Media Plattformen die Reihenfolge unserer Feeds zu sortieren, sodass es auf unsere persönlichen Präferenzen passt. Deep Learning ist also insbesondere da gut, wo massiv viele Daten vorhanden sind oder sehr unstrukturierte Daten wie Bilder oder Texte vorliegen. Ihr komplexer Aufbau ermöglicht, sehr komplexe Aufgaben zu lösen, wie zum Beispiel das Sprachverständnis oder die Erkennung von Objekten auf Bildern. Klassische Machine Learning Modelle versagen dort in der Regel relativ schnell. Was nicht unbedingt bedeutet, dass das schlechter ist, doch sie können so komplexe Strukturen wie zum Beispiel auf einem Bild nicht so gut abbilden wie ein Deep Learning Modell, was wiederum Formen und weitere Sachen auf dem Bild ganz gut erkennen kann. Kommen wir jetzt zum zweiten Punkt. Mit Deep Learning kann man eine ganz, ganz coole Sache machen. Das nennt sich Transfer Learning. Wir können allgemein erlernte Konstrukte auf andere Probleme übertragen. Wie zum Beispiel ein ganz allgemeines Verständnis von Sprache können wir übertragen auf ein Klassifikationsproblem, wo wir zum Beispiel Amazon Reviews in positiv oder negativ einteilen. Dazu nehmen wir das Sprachmodell, was vortrainiert wurde von einer großen, großen Firma oder in einer Uni und wenden das an auf unseren kleinen Case, wo wir zum Beispiel jetzt die Amazon Reviews auf positiv oder negativ bewerten wollen und somit eigenes Modell trainieren wollen. Mit klassischem Machine Learning ist das eigentlich nicht so wirklich sinnvoll und anwendbar. In seltensten Fällen hat man allgemeine Daten oder Daten, die ein allgemeines Verständnis über einen Geschäftsprozess darstellen und man kann das Modell dann nicht so einfach übertragen auf einen anderen Geschäftsprozess. In der Regel sind klassische Machine Learning Modelle sehr, sehr spezifisch für einen bestimmten Geschäftsprozess oder eine bestimmte Sache, die man vorhersagen will, eingesetzt und dann auch darauf trainiert. Ein weiterer Punkt, der diese zwei Arten unterteilt, ist der Kostenfaktor. Deep Learning Modelle sind ultra teuer zu trainieren. Teilweise werden sie Tage, Wochen oder Monate lang trainiert, was natürlich dann auch einen enormen Kostenfaktor bedeutet. Deep Learning Modelle können Millionen von Euros verschlucken. Klassisches Machine Learning, Entscheidungsbäume und so weiter sind eher günstige Verfahren, die mit wenigen 100 Euro oder 1000 Euro für das Training auskommen, aber trotzdem einen hohen Nutzen haben können. Natürlich kommt uns bei dem Thema Deep Learning das Konstrukt Transfer Learning zugute. Wir können relativ große Modelle nutzen und die dann auch mit der entsprechenden Lizenz auf unsere eigenen kleinen Probleme anwenden. Grundsätzlich solltest du dir bei jedem Machine Learning Projekt gut überlegen, ob die zusätzliche Komplexität eines Deep Learning Modells
gerechtfertigt ist und auch die erhöhten Kosten gerechtfertigt sind. Häufig ist es so, dass man mit einem klassischen Machine Learning Modell doch ganz gute Ergebnisse erzielen kann und die letzten paar Prozent dann vielleicht mit einem Deep Learning Modell noch verbessert werden können. Manche Probleme, wie zum Beispiel jetzt das Sprachverständnis oder Bilderkennung, lassen sich nur mit Deep Learning Modellen lösen. Da habe ich dir schon mitgegeben, guck dir die Transfer Learning Verfahren an, wie du große Modelle auf deine kleinen Probleme loslassen kannst und somit sehr viel Geld sparen kannst. Du hast gesehen, Machine Learning und Deep Learning, das sind riesengroße Themenfelder. Wenn du noch mehr wissen willst über Deep Learning und Machine Learning, dann schau dir doch dieses Video hier an.